Liebe Zuschauerinnen, wir haben heute hier das fünfte Gespräch in unserer Reihe Thema Modellwelten, Weltmodelle. Und ich habe heute als Gast hier Hannes Rockenbauch und mein Name ist Andreas Meyer-Brennenstuhl. Bevor wir in das Thema einsteigen und ich kurz ein bisschen am Anfang so das Thema vorstellen will, möchte ich Hannes Rockenbauch kurz vorstellen. Die meisten Stuttgarterinnen wird er ja bekannt sein, aber für die, die ihn nicht kennen und auch der Grund, weshalb ich ihn jetzt hier zu diesem Gespräch eingeladen habe, ist der, dass Hannes Rockenbauch hier sehr aktiv ist in der Lokalpolitik, viel mit Thema Stadtplanung zu tun hat und von Beruf aus auch Stadtplaner und Architekt ist. Das stimmt soweit? Ja, man darf in der Kammer, wenn man sich ja so nur nennen, wenn man in der Kammer ist. Also offiziell darf ich mich so nicht nennen, weil aber ich noch studiert. Studiert habe ich das. Du hast es studiert. Mein Diplom darin gemacht. Genau. Und im Internet habe ich auch gelesen, ein Vordiplom hast du in Philosophie und Physik. Und Physik auch. Also gemacht. Philosophie habe ich nur gemacht, da habe ich eigentlich nur freiwillig gemacht. Das Vordiplom war in Physik. Ah ja, okay. Also tolle Bandbreite, denke ich, die zu unserem Thema heute hier dann auch sehr gut passt. Und Hannes Rockenbauch ist Fraktionsvorsitzender von SOS Linke. Das stimmt hoffentlich soweit. Ist auch immer kompliziert. Ja, das waren wir mal. Wir sind inzwischen die Fraktion. Nennt sich die Fraktion inzwischen, genau. Also in der Stuttgarter Lokalpolitik sehr bekannt und vor allem auch, wir haben uns kennengelernt damals bei dem Widerstand gegen Stuttgart 21, wo sich Hannes sehr engagiert hat. Und ich habe damals zusammen mit Sub haben wir ein Projekt gemacht im Park, und zwar war das Projekt Unser Pavillon. Und Unser Pavillon war ja ein Versuch, in so einem stadtplanerischen Problemfeld mal ein Element mit reinzubringen, wo man was experimentiert, wo eine Offenheit reinkommt und wo wir diese extreme Polarisierung zwischen Gegnern und Befürwortern von dem Projekt ein Stück weit auch aufbrechen wollten und den Versuch gemacht haben, wie können wir an diesem Ort ein kultiviertes Gespräch ein bisschen vielleicht mit initiieren. Also das war damals unser Anliegen von SUB. Und eins der allerersten Projekte, das dann am Pavillon auch gezeigt wurde, das sehen wir hier, da war Hannes nämlich da mit einem Stadtplanungstool, das du selbst entwickelt hast. Und soweit ich mich erinnere, hat es, glaube ich, auch mit deiner Abschlussarbeit zu tun gehabt. Genau, das war meine Diplomarbeit. Zusammen mit meiner Frau haben wir so ein interaktives Stadtlabor gemacht. Mhm. Einmal im öffentlichen Raum mit Werkzeugen und zur anderen Seite dann aber auch als digitale Plattform. Die sieht man jetzt natürlich da nicht. Es ging dann noch um eine Internetseite, wo man neben solchen Verhandlungen über einem konkreten Luftbild dann eben auch im Internet weiterverhandeln konnten. Genau, und da sieht man neben mir noch die Nadine. Wir beide haben das zusammen gemacht. Genau, und im Hintergrund sieht man Stafford Beer. Das weiß jetzt aber der Hannes noch nicht, wer das ist. Sage ich nachher noch was dazu. Also da haben wir uns seinerzeit kennengelernt und ich war so ganz angetan von diesen Überlegungen, wie kann Partizipation in moderne Stadtplanung eigentlich reinkommen. Und das soll ja heute unser Thema auch sein. Aber dazu machen wir noch einen größeren Umweg, da sage ich jetzt gleich mal noch was dazu. Das war eine weitere Begegnung, da bist du nämlich auch mit auf dem Foto mit drauf. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, der Omnibus für direkte Demokratie hat man damals an unseren Pavillon geholt. Und es war ja damals auch eine ganz wichtige Diskussion, also kann das Thema Volksentscheid auch beim Stuttgart 21 eine wichtige Rolle spielen? Wir haben dann nachher gemerkt, es hat eine Rolle gespielt, aber auf eine andere Art, als wir es uns gewünscht haben. Da hatten wir auch mal ein bisschen einen Disput miteinander im Öffentlichen, als ich nämlich plötzlich dann, obwohl ich Mitbegründer vom Omnibus für direkte Demokratie bin und eigentlich die Idee der direkten Demokratie sehr stark vorangetrieben habe, habe ich an der Stelle mal Zweifel gekriegt, wo ich gemerkt habe, wie unser neu gewählter Ministerpräsident Kretschmann zusammen mit dem Herrn Schmidt von der SPD anfängt, Volksentscheid zu instrumentalisieren, mit der ganz klaren Zielrichtung des Projekts durchzusetzen. Ja. Und das war damals mein Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, passt auf, das Instrument, das eigentlich gut gemeint ist, wendet sich gegen uns. Und leider war es hinterher auch so. Leider genau so, die Befürchtung ist eingetreten. Die ist eingetroffen. Vielleicht hatten wir auch mit dem Instrument, habe ich mir im Nachhinein überlegt, noch wenig Erfahrung, weil wir haben es ja auch noch wenig eingesetzt. Ja. Und man braucht eben neben dem Abstimmen, glaube ich, noch mehr.
um solche komplexen Entscheidungen wirklich öffentlich verhandeln zu können. Und das hat alles gefehlt. Genau. Und das ist mir inzwischen oder damals schon ansatzweise, aber inzwischen sehr deutlich geworden, dass das Thema Volksentscheid sehr manipulationsanfällig ist und dass da inzwischen richtig auch die rechten Parteien sich drauf stürzen, weil sie einfach mit Emotionen statt mit Informationen arbeiten wollen und dass das Instrument Volksentscheid wirklich weiterentwickelt werden müsste, damit es wirklich auch einen Sinn gibt. Ja. Und in dem Sinn ist halt wirklich an die Wand gefahren worden. So. Also das war auch eine wichtige Begegnung mit dir. Hier sieht man nochmal ein Bild von unserem Pavillon. Und zwar haben wir jeden Samstag eine Veranstaltung gemacht, die haben wir offenes Mikrofon genannt. Und das war wirklich dazu da, dass Bürger miteinander ins Gespräch kommen. Es war eine moderierte Diskussion, die hat mal besser funktioniert, manchmal war es schwieriger. Aber es ging wirklich darum, in der Öffentlichkeit, dass Bürger miteinander über ein sehr strittiges Projekt miteinander ins Gespräch kommen. Und das haben wir dann auch noch kurz weiter, ach ja genau, das waren so Fragen, die wir am Pavillon stehen hatten, wem gehört die Stadt? Also das war eine ganz wichtige Frage, die damals mit aufgekommen ist und die uns ja nach wie vor auch sehr bewegt. Genau, und als der Pavillon dann abgebaut wurde und der Park platt gemacht wurde, sind wir dann auf die Plattform vom WKV gegangen und haben dort samstags weitergemacht mit einer Diskussionsplattform. Da warst du auch ab und zu dabei. Da waren teilweise bis zu 100 Leuten da. Also an manchen Tagen war es richtig voll. Und da konnten wir auch Erfahrungen sammeln über solche öffentlichen Rundgespräche. Aber ich muss auch sagen, auch dort habe ich auch relativ schnell die Grenze gespürt. Also das Problem auch, dass dann doch es bestimmte Menschen gibt, die solche Diskussionen sehr an sich reißen, dominieren und ein wirklich konstruktives Rundgespräch in der Öffentlichkeit, was relativ Schwieriges ist. Also das ist das, was wir jetzt auch so hier ein bisschen besprechen wollen. Genau, und jetzt schlage ich noch den anderen Bogen hier kurz. Habe ich auch im Internet entdeckt, Hannes Roggenbauch und Wolfgang Frey vor seiner berühmten Anlage. Und diese Anlage ist ja der Ausgangspunkt jetzt für die Gruppe SUB gewesen, sich mit dem Thema Modellwelten zu beschäftigen. Und jetzt frage ich einfach mal dich, was war das für eine Begegnung? Aus was für einem Grund warst du bei Wolfgang Frey? Damals zusammen mit Gangolf Stocker. Und wir haben einfach auch diese großartige Modellanlage besucht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt der Anlass war. Ich glaube, Leben in Stuttgart hat es organisiert. Ja, aber es war einfach nur enorm beeindruckend. Ja. Und man sieht es, diese Detailtreue, diese Mühe, das ist, wie das dann da auch über mehrere Räume verteilt, erst wenn man da reingekommen ist, dieses Terminal. Genau. Also ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, es ist schon ein Weilchen her, warum wir da waren, aber als ich gehört habe, da gibt es sowas, mussten wir da hin und ich glaube damals, entweder Egon Hopfensitz oder Gangolf hat es ermöglicht, dass wir da einfach mal mit vorbeigeschaut haben. Also du hast ihn persönlich kennengelernt, den Wolfgang? Dann für die halbe Stunde oder was wir da, ich glaube es war mehr, weil für die Anlage haben wir ziemlich viel Zeit gebraucht, die ist so groß. Das war die Begegnung, ja. Okay, also wir haben ihn ja nicht mehr persönlich kennengelernt und so. Aber ich meine, was beeindruckend. Im Nachhinein jetzt für uns oder für mich persönlich auch unheimlich interessant ist, er hat ja sozusagen eine Modellwelt nachgebaut, die dann aber plötzlich in der Realität verschwindet. Ja. Also da gab es ja wie ein Pendant, aber das Pendant der Realität ist verschwunden und die Modellwelt ist übrig geblieben. Ist konserviert, ja. Ja, ja, und das ist halt was ganz Enormes, so eine Geschichte. Da habe ich ein Bild Wolfgang Frey an seinem Arbeitsplatz. Und das Besondere an dem Modell war ja, dass er nicht nur das Modell nachgebaut hat in maßstäblich, sondern dass er im Maßstab 1:1 seinen Arbeitsplatz nachgebaut hat. Also er hat wirklich die Steuerzentrale, in der er tagsüber gearbeitet hat, sozusagen am Abend dann in der Modellwelt nochmal betrieben. Also es ist wirklich eine ganz außerordentliche Konstellation, die sich daraus ergibt. Und vor allem das Faszinierende fand ich, wenn man da an der Schwabstraße runter ist, also das hat man einfach nicht damit gerechnet, dass es noch solche Geheimräume gibt, dann tut sich da plötzlich so ein Kosmos auf. Erst mit dem, das hat noch einigermaßen da reingepasst in so eine S-Bahn-Haltestellen-Situation, aber dann dieses Modell, wie eine andere Welt. Und das war jetzt für mich wiederum auch der Ausgangspunkt zu einem Bogen, der vielleicht im ersten Moment sehr weit aussieht, aber
an dem ich jetzt mit unserem Gespräch anknüpfen will, also diese Steueranlage sozusagen, also Wolfgang Frey, der sozusagen hier eine Welt steuert. Mhm. Ja, so. Und da habe ich jetzt ein Bild im Internet gefunden, das mich da sehr verblüfft hat. Das ist nämlich auch eine Steueranlage. Und interessanterweise fast in derselben Ästhetik, also 70er Jahre, das Stellwerk ist auch 70er Jahre Ästhetik. Die Stühle, auf denen wir hier sitzen, ist auch alles gerade 70er Jahre, also alles eine Ästhetik hier. Und hier ist es aber sozusagen mit diesem Steuerraum ist ein Gedanke verbunden, der ein Stück weit diametral ist eigentlich jetzt zu dieser Stellwerksidee, weil die Stellwerksidee, die steuert ja tatsächlich nach einem bestimmten Ablaufplan, also nach einem Fahrplan, werden Dinge gesteuert, die nicht sichtbar sind, aber die sozusagen, wo man davon ausgehen muss, die sind eins zu eins repräsentiert, ja, sonst wird es nicht klappen, wenn die da nicht eine wirkliche Realität steuern würden. Und diese Steueranlage hier, die hat es tatsächlich gegeben in den frühen 70er Jahren, und zwar in Chile. Und da muss man dazu sagen, in Chile ist damals ein großes soziales Experiment gelaufen, also der Versuch sozusagen einen Sozialismus mit menschlichem Angesicht zu machen, was ja vorher schon auch probiert wurde in Tschechoslowakei und Ungarn und so weiter. Und Brasilien hat es also in den 70er Jahren probiert, Allende wurde also gewählt als sozialistischer Präsident und er hat dann versucht sozusagen eine neue Form des Sozialismus zu entwickeln und da kamen die damals auf die Idee, das Problem der sozialistischen Planwirtschaft zu lösen, indem sie jetzt die Kybernetik mitdenken oder mit in Anspruch nehmen. Und deshalb wurde also dieser Raum hier entworfen, hier der Traum der Kybernetik von Allende, also die Überlegungen, Kybernetik jetzt sozusagen in in Staatshandeln sozusagen mit einzubauen. Und da hat sich Allende damals einen Berater geholt aus dem Management, und zwar ein Engländer, Stafford Beer, der war also Professor in England für Management. Und der hat zusammen mit vielen anderen Mitarbeitern natürlich dann für Allende diesen Raum entwickelt, von dem aus dann der kybernetische Sozialismus hätte gesteuert werden sollen. Und wenn man dieses Bild sieht und dazu sozusagen die Geschichte hört, dass es hier um kybernetischen Sozialismus geht, dann stolpert man ja erstmal ganz schön über dieses Bild hier, weil so was stellt man sich nicht unter Sozialismus vor, gell? Sondern das ist ein typisch englischer Club, gell? Also Clubsessel. Und wenn man dann Details noch kennt, Moment, hier bei dem Sessel, hier kann man es jetzt besser sehen, also rechts war die Steuereinheit, wo man sozusagen den Computer gesteuert hat. Genau an dem Modell, das habe ich jetzt mal nachgebaut, kann man das auch gut sehen. Also hier, auf der, da war so eine Armlehne. Das ist schon das Steuern. Ist eine Armverlängerung, so ein Gegenteil vom... Also man konnte das lockert Arm so drauflegen und auf den Tasten locker tippen. Und mit der anderen Hand konnte man das Whisky-Glas dann nehmen, also das da drüben. Das wäre es doch jetzt, oder? Das ist so. Whisky-Abstell haben wir hier leider nicht jetzt. Wir müssen unsere Gläser selber halten. Also die konnten ihr Whisky-Glas dort abstellen und einen riesengroßen Aschenbecher, weil wir davon ausgegangen sind, es sind lauter Herren, die Zigarren rauchen. Ne? Also hier mischen sich sehr, sehr eigentümliche Bildwelten dann miteinander. Das wurde von einem deutschen Designer entworfen, Bonisebe. Der hat es entworfen und es wurde also tatsächlich auch gebaut. Und dann war es aber so, das wollte ich noch kurz hier erwähnen, das war das Vorbild für Raumschiff Enterprise. Ne? Also die haben auch solche Sessel hier, so Drehsessel, sieht man auch hier, ja, wie er den Arm jetzt hier auflegt. Da war dieser Cybersinn-Ruhm in Chile, war sozusagen das Vorbild dann für utopische Vorstellungen für Steuerzentralen der Zukunft. Und dieses Experiment ist aber ziemlich tragisch gescheitert, wissen wir ja inzwischen. Allende war nur kurz, konnte also, bevor er seine
Planungen realisieren konnte, ist er ja gestürzt worden in den Militärputsch. Und das Regierungsgebäude wurde bombardiert. Allende hat in diesem Regierungsgebäude Selbstmord begangen seinerzeit während der Bombardierung. Und in dem Regierungsgebäude war also auch dieser Cyberroom. Und der war damals schon zum Mythos geworden. Mhm. Also die Regierungsgegner wussten, dass es sowas gibt und hatten also die schlimmsten Befürchtungen, wie er jetzt sozusagen mit seinem kybernetischen Sozialismus die Gesellschaft verändern könnte. Also das saß denen wirklich als Angst im Nacken. Und das hat sich in einem drastischen Bild dann entladen. Die haben das mit Planierrauben platt gemacht. Ja. Das ist irgendwie schon fast, also, dass da dieser Sozialismus nach menschlichem Maß eigentlich technisch ganz vorne war. Genau, ja, ja. Also der war vollkommen utopisch. Und man muss aber auch dazu sagen, es hat zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich funktioniert, sondern es war eigentlich auch noch ein Planspiel, weil die hatten die Computer gar nicht dazu. Also es müssten ja sozusagen in der Peripherie auch die Computer sein, damit die Zentrale mit der Peripherie kommunizieren kann. Und ja. Die Vernetzung. Die Vernetzung im Sinne des Internets. Ja. Und das gab es in den 70er Jahren natürlich noch nicht. Ne? Ja. Also die haben das Internet als Steuermöglichkeit vorausgedacht. Also insofern 20 Jahre ihrer Zeit voran. Ne? So. Und es hat aber, wie gesagt, konnte dann nicht in Betrieb genommen werden, aber es gab ein kurzes Zwischenspiel, die haben das nämlich dann improvisiert über, wie hat man die genannt, Fernschreiber. Also die haben Computer mit Fernschreiber gekoppelt und haben dann sozusagen die Informationen aus der Peripherie über Fernschreiber bekommen und wollten das also so erstmal steuern. Aber wie gesagt, es ist in der Experimentierphase geblieben und dann von der Bildfläche verschwunden. Und in den 80er Jahren ist ja der Sozialismus dann sozusagen komplett aus der Welt verschwunden, alle Überlegungen in dieser Richtung. Und was aber jetzt für mich so eine Frage ist, wo ich hier gerne den Bogen schlagen würde, also der Kerngedanke dahinter ist ja die Kybernetik gewesen, die Stefan Bier also als Managementmodell entwickelt hat. Und dahinter steckt ja die Überlegung der Rückkopplung. Also das ist sozusagen Peripherie und Zentrum in ständigem Kontakt stehen und das Zentrum sozusagen ein Wahrnehmungsorgan hat. Also wahrnimmt, was geschieht an der Peripherie und Entscheidungen sofort korrigiert werden können, wenn die Peripherie es anders sieht. Also das war schon sozusagen so ein Wechselwirkungsmodell, was aus meiner Sicht jetzt sozusagen mit der modernen Digitalisierung vielleicht möglich wird. Und das wäre jetzt die Frage und unser Gesprächsinhalt, wie du das siehst. Also wie hat sich sozusagen, haben sich die Partizipationsmöglichkeiten in einer modernen Gesellschaft entwickelt, wenn wir die Digitalisierung mitdenken? Mhm. Also was Entscheidungen betrifft, aber auch was Wahrnehmung der Peripherie betrifft. Und wie wirkt sich sowas auf Stadtplanung aus? Also du hast ja noch so ein handliches Modell mit Klebezetteln sozusagen gehabt und persönlichen Rückmeldungen. Ja. Aber sowas könnte ja weiterentwickelt werden. Und das war ja jetzt, denke ich, mit der Corona-Zeit auch tatsächlich so, dass wir uns viel mehr an Internetkommunikation gewöhnt haben. Und da auch die Möglichkeit entdeckt haben, an Prozessen teilzunehmen. Und wie siehst du das mit Partizipationsprozessen? Also wir haben damals in der Diplomarbeit, das war jetzt nicht bei euch am Pavillon, sondern im Kunstverein, auch tatsächlich eine Internetseite online gehabt. Also dieses Post-it-Kleben auf dem Stadtplan, das haben wir auch im Internet gemacht. Wir waren nicht einfach mit Rückkopplungen und Feedback, Inputs, Informationen der Bürgerinnen und Bürger, sondern wir haben schon erst Überlegungen gemacht, diese Informationen dann über das geografische Informationssystem, also über die Karte, aber auch über dann noch Bündelungen, wie hier haben wir ein Quartier, hier haben wir Orte, miteinander zu verknüpfen und in Diskussion zu bringen. Das heißt, diese Chance der Rückmeldung und des Feedbacks in einer gewissen Art und Weise, und ich glaube, das ist das Entscheidende, da kommt ja wahnsinnig viel Information dann irgendwie an. Und das merken wir jetzt auch gerade, diese ganzen Datensammelwut, so, ja, die dann auch oft im kommerziellen Interesse stattfindet, wie verarbeite ich die am Ende? Und das ist, glaube ich, das ganz Spannende, weil das, dass wir zu jeder Zeit irgendwie Feedback hinterlassen können im Internet, das kann Vor- und Nachteil sein, je nach Diskussionskultur, aber das führt noch nicht, finde ich, zu einer wirklichen Partizipation. Und das
wäre jetzt auch an dem Beispiel in Chile die spannende Frage, gibt es da nur eine Anmeldung oder gibt es dann hinterher auch mit der Meldung und so, gibt es dann wieder von den anderen eine Möglichkeit zu verhandeln, zu sagen, Moment mal, aber wenn du das willst, dann will ich das und wie kommen wir dazu und wie wägen wir ab und wie gibt es einen Kompromiss? Also neben dem einfachen, ich hinterlasse mal meine Rückmeldung, muss ja am Ende irgendwie eine Entscheidung kommen. Und Planung ist die knallharte Frage, wer bekommt was, wie viel davon und vielleicht noch wo? Ja, also dann, wenn es eine räumliche Planung ist. Also diese Verteilungsfrage, die hinter Planung eigentlich steckt, wer entscheidet das dann? Ja. Entscheiden das dann irgendwelche Leute im Cyberroom, die dann sagen, okay, Priorität, entscheidet das heute der Algorithmus? Oder ist es eben Verhandlungsgegenstand? Das heißt, wir müssen neben dem enormen Sammeln von Feedback, müssen wir dann, und das finde ich das Entscheidende, und das ist dann die Frage, ob es gelingt, müssen wir, da habe ich noch keine abschließende Antwort, Prozesse der Aushandlung finden. Ja. Und die sind übers Internet gar nicht so leicht. Wenn wir sie dem Algorithmus hinterlassen, dann kommen wir, glaube ich, in gefährliche Zustände, wo entweder ganz weniger oder der Algorithmus das entscheidet. Stuttgart hat mitgeschrieben an der Smart City Charter und da gibt es inzwischen schon die Ideen von der Post-Voting Society. Mhm. Also wenn du vorher sagst, Volksabstimmung kann missbraucht werden, dann sag ich, jede Wahl ist doch genauso wie eine Volksabstimmung, also das schenkt sich nichts, in Wahlen geht es um Wahlkampf, Emotionen, in der Volksabstimmung ist es wie Wahlkampf. So. Aber die Post-Voting Society geht noch einen Schritt weiter. Wenn du die im Internet einen digitalen Zwilling hast, also wir durch dein Feedback, durch deine Spuren im Internet, dein Kaufverhalten, deine politische Meinung, eigentlich schon dich digital gespiegelt haben, dann wissen wir gespeichert sozusagen eigentlich jederzeit, was du willst. Wenn es uns jetzt noch gelingt... Das heißt, ich müsste gar nicht mehr abstimmen. Du musst nicht mehr abstimmen, weil wir wissen immer schon, was du meinst. Ich abstimmen. Ja? Wir können also schon, weil wir jederzeit wissen, was eigentlich die Bürgerinnen und Bürger wollen, brauchen, wohin sie, können wir eigentlich denen schon zuvorkommen, vielleicht sogar bevor sie es wissen. Sie müssen es also gar nicht mehr in einem demokratischen Abstimmungs- oder Aushandlungsprozess, Diskussionsprozess erörtern, sondern es macht der Algorithmus dann am Ende. Und das finde ich dann schon gruselig, die Vorstellung. Also da kann es auch in was ganz Dystopisches verschwinden. Ja. Und deswegen meine Antwort ist, es hängt davon ab, ob es gelingt, das Internet zu einem Aushandlungsort zu machen. Ja. Und eher sieht es gerade so aus, als ob uns das nicht gelingt, dass diese Diskussion und die Feedbacks und Rückkopplungen, die dort kommen, eher in diesem Twitter, Hate Speech, sonst wie Kurzformat und eben für komplexe Zusammenhänge uns die Zeit und auch die Kultur im digitalen Raum fehlt, wo wir uns jetzt vielleicht hier im Gespräch mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und was erörtern können. Das geht in der Schnelllebigkeit des Internets noch nicht. Ja. Da fehlt uns vielleicht auch nur die Gewöhnung, der Umgang und die richtigen Instrumente, aber noch ist es nicht so. Deswegen bin ich bei Partizipation im Internet sehr, sehr skeptisch. Es sind bis jetzt große Wunschzettel. Aber genau die Frage, wer macht aus dem Wunschzettel eine Entscheidung, macht bis jetzt noch zum Beispiel beim Bürgerhaushalt in Stuttgart der Gemeinderat, der einfach gewählt ist. Wir haben also eine Liste von unendlich vielen Wünschen, aber wenn der Gemeinderat nicht sagt, den Wunsch will ich, dann passiert gar nichts. Und das heißt, dieses Einbinden des Digitalen in wirklichen Aushandlungs- und Entscheidungsprozess, das ist das Wesentliche, ob eine Partizipationsplattform was bringt. Ja. Weil nur Informationen sammeln reicht nicht. Ja. Also bei dem Projekt, das Interessante habe ich gelesen, also Stafford Beer, das war ja schon ein sehr utopisch denkender Mensch, so auch. Der hatte so eine nächste Stufe geplant, oder in dem Konzept gab es einen Teil, der hat Cyberfolks geheißen, also kybernetisches Volk sozusagen. Und da ging es tatsächlich darum, wie die Arbeiter, es war ein Arbeiter- und Bauernstaat sozusagen, wie die sozusagen in diese Entscheidungsprozesse eingreifen können. Ja. Also das hat er schon mitgedacht. Das ist faszinierend, weil das ist das eigentlich Spannende. Wie gelingt das? Ja, genau. Weil du hast ja vorher, auch im Analogen ist das ja schwierig, das hast du anhand des Gespräches erläutert. Wie kriegen wir eine Gesprächsführung hin, wo eine Aushandlungsprozess... Deswegen haben wir uns ja abgewöhnt über Wahlen oder Abstimmungen. Entscheidungen im Demokratischen zu treffen. Also nicht über ein konsensuales, diskursives Format, wo wir gemeinsam Entscheidungen entwickeln, finden, sondern wir kürzen den Prozess ab, in dem halt abgestimmt wird oder gewählt wird und dann entscheiden es in Abstimmungen wieder die Gewählten repräsentativ. Die aber
schon im Dialog miteinander zumindest sind, aber nicht mehr unbedingt mit den Bürgern im Dialog. Genau, da wäre das Feedback der Bürgerinnen und Bürger dann wieder eine Bereicherung, aber wie gesagt, im Endeffekt bereichert so ein Bürgerhaushalt mit tausenden Wünschen am Ende den politischen Diskurs, also das ist so viel an Informationen auch wieder, dass es nur Relevanz erhält, wenn es dann sowieso wieder ins Denke und die Ticke von zum Beispiel mir passt, sonst überlese ich das dann. Ja, das passt mir, cool, das übernehme ich jetzt. Ja. Und auch wir im Gemeinderat, muss ich ehrlich sagen, wir diskutieren ja jede Woche, ob darf da ein Baum stehen oder ein Parkplatz. Und am Ende wird abgestimmt, weil mit der CDU kannst du das nicht ausdiskutieren, die ist immer für Parkplatz. Ob Klima kommt oder ist völlig egal. Das heißt, auch wir diskutieren, sind gewohnt, in Parlamenten, glaube ich, am Ende abzustimmen. Wir diskutieren es auch nicht aus. Und diese Anforderung des Ausdiskutierens, gemeinsam verhandeln und abwägen, dafür Instrumente zu finden, finde ich ganz spannend, weil du ja damit angefangen hast mit dem Bus für Demokratie, direkte Demokratie und so. Die Probleme, die wir da haben, haben wir im Digitalen, glaube ich, noch verstärkt, weil wir dann halt ganz, ganz schnell ganz, ganz viele sind. Und wie man da jetzt Modelle der Repräsentativität findet oder ob man so Liquid Democracy-Modelle macht, wo man dann nicht für 5 Jahre wählt, sondern sagt, für die Sachfrage bist du jetzt der. Dir traue ich gebe dir meine Stimme. Und nachher kann ich, wenn du nicht zufrieden bist, nehme ich es wieder weg. Das sind Ideen, wie man schon die vielen versucht, auf wenige, die dann Entscheidungen treffen, zu reduzieren. Boah, da sind wir aber, glaube ich, noch am Anfang. Ja. Also da gibt es ganz interessante Entwicklungen, weil sagen wir, die Demokratiefrage, die Frage nach der direkten Demokratie, die kommt im Moment ja auch ein bisschen in Krise. Also gerade weil sie eben auch sehr populistisch interpretiert wird inzwischen. Und seit ein paar Jahren hat sich ja da ein neues Instrument ein bisschen rausgebildet, nämlich diese Bürgerräte. Und da ist auch Baden-Württemberg sehr stark engagiert, also die Frau Erler in der Richtung. Und bei den Bürgerräten geht es ja darum, dass sozusagen eine repräsentative Gruppe von Menschen ausgelost wird oder repräsentativ rausgesucht wird, angesprochen wird und die dann von Experten Info bekommen und dann wirklich in Kleingruppen diskutieren mit allen ihren Vorbehalten und auch nicht wissen, das sind sehr, sehr, also Menschen aus dem Volk, die sich nicht mit solchen Sachfragen normalerweise beschäftigen. Ja. Und dann am Schluss aber versuchen, über diese Fragen abzustimmen und dann eine Agenda daraus entwickeln und am Schluss ein Arbeitspapier verabschieden, wo sie wirklich zu der Sachfrage Stellung beziehen. Und das ist jetzt an dem Modell des Klimarates durchexerziert worden. Oder da wird es im Moment gerade erst, ist noch nicht fertig, wird noch im Moment. Und da sollen sozusagen also Ideen, wie wir als Bürgergesellschaft dem Klimawandel begegnen können, verhandelt werden. Und das finde ich sehr interessant, dass solche Überlegungen nicht mehr so gegenübergestellt werden und gesagt wird, entweder repräsentative Demokratie oder direkte Demokratie. Ja. Mhm. Sondern dass man sagt, es gibt ja auch noch die dialogische Demokratie. Den Zufallsbürger, das Los. Genau. Das dann praktisch, da ist nicht die kleine Gruppe durch die Wahl zustande gekommen, sondern durch das Los. Ja. Genau, ja. Aber dass die in einen Zusammenhang gebracht werden miteinander. Also zunächst mal hat man es ausprobiert tatsächlich live. Und durch Corona war es aber die Situation, dass es übers Internet hat passieren müssen. Und da hat man aber gemerkt, dass es auch ein ganz spannendes Instrument ist. Gell? Weil du kannst ja nicht jetzt 2000 Bürger alle nach Berlin holen. Ist ja mordskompliziert, aber du kannst 2000 Bürger im Internet so organisieren, damit man so einen Dialogkulturprozess steuern kann, sozusagen. Also ich finde, dass solche Dinge, Bürgerinnenräte, eine tolle Bereicherung sind, weil sie eben Leute, die sonst vielleicht leider nicht teilnehmen am politischen Diskurs, reinkommen, ohne das jetzt als Gewählte, als Beruf oder sowas zu sehen. Und sie haben auch eine relativ hohe Qualität im Dialog, wenn es dann auch wieder auf Kleingruppen runtergeht, sonst kriegst du es anders nicht hin. Ja, du musst dann die 2000 irgendwie am Ende dann auf so eine Gruppe von 25 und dann wird es schwierig oder sowas. Digital ist das immer das Gleiche, runter reduzieren. Aber auch da ist, finde ich, da gibt es auch, müssen wir schon auch über Grenzen wieder solcher Modelle diskutieren. Weil ich sehe auch da im Endeffekt nicht die Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, wir brauchen deswegen eine Mischung von unterschiedlichen Sachen.
bräuchten eigentlich je Problem unterschiedliche solcher und auch im Planungsprozess unterschiedliche Instrumente. Ich habe das jetzt erlebt hier in Stuttgart, wo wir während Corona jetzt zur Planung der Oper im Endeffekt so einen Rat eingesetzt haben. Und da ist was Interessantes passiert, was im Endeffekt, ja, der Prozess kann nur so gut sein, wie den Input, den ich da reingebe vorher. Also wenn ich im Endeffekt auch dort an der Stelle mit einer einzigen Planungsalternative reingehe, ja, die wirklich durchdacht ist und durchgerechnet ist und alle anderen, die andere Ideen haben, dürfen dann mal eine halbe Stunde ein Referat halten, dann müssen wir in dem Fall die Bürgerinnen zur Idee kommen und sagen, es gibt eigentlich nur eine durchgeplante Alternative und die müssen wir jetzt auch machen, weil sonst haben wir nichts. Das andere ist nicht richtig. Das heißt, an der Stelle, wenn die Vorarbeit, und das ist jetzt wieder das, was mich gerade in der räumlichen Planung interessiert, weil da brauchen wir neben den Dialogformaten noch andere Instrumente. Also da brauchen wir ja mit den Methoden der räumlichen Planung gestützte Problemlöseprozesse. Das heißt, da musst du eben dann auch räumlich entwerfen, teilweise überlegen, mal in dem Fall eben eine Oper alternativ durchplanen, durchrechnen, vorentwerfen, Raumprogramm machen, gucken, wie passt es denn dann wirklich wohin. Ist es immer nur der Grundriss? Da, der ist jetzt heute so groß und dann gucke ich, passt der dorthin? Nee, passt nicht. Ja gut, dann könnte ich es aber stapeln räumlich. Ja? Also das meine ich, du musst solche Probleme, Raumprobleme räumlich lösen. Ja. Dazu gibt es Modelle, Computer, reale Modelle. Und wenn die Qualität, da können wir digital auch helfen, nicht stimmt vorher, dann sitzt du nach einem Dialog da und sagst, okay, was ist mein Input in dem Format? Es gibt nur eine seriöse Planung und dann kann auch der Bürger bei allen Argumenten und Prozessen sagen, ja, aber wenn ich jetzt nüchtern drauf schaue, gibt es nur die Planung. Eine andere Sache, da habe ich ein ungutes Gefühl, die ich nicht, da kann auch sagen, ich würde gerne, ich fordere euch auf, in dem Fall prüft nochmal. Und das fand ich ganz spannend. Das heißt, wenn man, das kommt neben dem guten Dialog und dem Format des Austausches, ganz spannend, wie bringt man dann auf Augenhöhe unterschiedliche Planungsalternativen, unterschiedliche Zukunftsmodelle praktisch ein in so einen Diskurs. Ja. Also ich denke, das Problem ist ja immer was zwischen diesem Expertenwissen und den Alltagsexperten. Ja. Wie kann ich das vermitteln? Also Expertenwissen ist immer auch Machtwissen letzten Endes. Ja, aber ich glaube, dass du die Instrumente des Entwerfens, also vielleicht nicht den Akt des Entwerfens, aber das Verdeutlichen im Raum bedeutet dann ein Raumprogramm mit so und so viel Bruttogeschossfläche, ja, entweder das bei einem Stock oder bei 10 Stocken das oder bei wie tue ich die Funktion clever stapeln, damit ich vielleicht Raum sparen, Synergien habe. Das kann ich schon auch transparent machen im Planungsprozess. Man müsste nur da auch eine neue Planungskultur haben, also nicht nur eine neue Dialogkultur, sondern auch eine Planungskultur, wo der Experte nicht fertige Pläne präsentiert. Ja, und das fände ich ganz spannend, in der also durch digitale Medien diese Vorprozesse von der, sage ich mal, Skizze, ob sie jetzt auf dem Blatt Papier ist oder dreidimensional schon ist, es sichtbar zu machen. Und dann kann das natürlich ja wunderbar helfen, auch Laien zu veranschaulichen. Was bedeutet dieses Raumprogramm, was bedeutet jenes? Ja. Genau. Ja. Also auf einer ganz kleinen Ebene gibt es ja so Dinge, wenn einer sein Eigenheim bauen will, dass Architekten mit so Programmen arbeiten und du kannst sozusagen selber daheim in deinem Wohnzimmer dir dein Häuschen zusammenbasteln aus den Modulen, die er dir vorgegeben hat. Also auf der Ebene gibt es ja schon. Ja. Und da wäre das natürlich spannend, ein ganzes Opernhaus und die Leute oder spielen damit rum. In Grundfunktion mal ein Stück Quartier oder Raum, was brauchen wir wo, wie stellen wir es uns vor. Auch mal, wie hoch ist es denn jetzt wirklich für uns noch verträglich, wie passt es dann da rein? Das hatten wir nämlich neben dem Luftbild auch noch. Wir haben dann Modelle gebaut mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist nur um Gefühl für Größenordnung, Volumen und Bruttogeschossfläche zu kriegen. Und das war faszinierend. Die Leute haben so im Bräuninger, wir haben das Areal Dorotheenquartier genommen, immer zerschnitten, weil er ihnen zu groß war. Die wollten alle. Und jetzt ging es aber in der Dimension genauso weiter. Ja. Okay. Und das war ganz lustig dann, die Volumen zu verteilen. Ja. Ich meine, die Instrumente, die kann man auch nutzen, weil sie helfen dann ja ein Stück, sie sind ja Modelle der Zukunft in einer abstrahierten Form, aber sie helfen, die Entscheidung zu qualifizieren. Ja. Ja. Und das finde ich jetzt aus meiner Profession herauskommt ganz spannend, dass man, egal ob es partizipative Prozesse sind, die direkt demokratisch oder in so einem Bürgerinnenrat sind, oder auch wenn wir im Gemeinderat sind, dann helfen uns im Endeffekt als Gewählte ja genauso
Entwürfe, Wettbewerbe, Modelle. Und die eben schon von Anfang an mit den Bürgerinnen und Bürgern kooperativ zu verhandeln. Ja? Und nicht am Ende gibt es in einer geheimen Jury-Sitzung, wo keiner wissen darf, dann eine Entscheidung, das ist jetzt unser Sieger für das neue Quartier. Ja. Sondern da schon früher die Blackbox aufzumachen und sagen, so, was sind eure Nutzungen, was braucht ihr an Raumprogrammen, das einzuspeisen, was sind eure Qualitäten dann räumlich, die ihr wollt, was sind eure Zusammenhänge, wie viel Raum kriegt das Auto, wie viel Raum kriegt der Fußgänger, das mal zu zeigen. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wie siehst du das in Stuttgart, wie ist da die Planungskultur, da hast du ja wirklich direkt damit zu tun, also jetzt Rosensteinviertel, oder diese Maker City, sind wir vorher mal kurz drauf zu sprechen gekommen. Sind da schon so Ansätze drin, wo man sagt, das gibt Sinn, wie hier partizipativ auch damit umgegangen wird? Oder ist das eher noch in den Kinderschuhen? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen in den Sand in die Augen gestreut? Also wir hatten für Stuttgart 21 schon wahnsinnig viele Wettbewerbsverfahren und haben jetzt auch wieder ein Wettbewerbsverfahren gemacht und haben einen Wettbewerbssieger. Und davor, vor diesem Wettbewerb und in der Entstehung des Wettbewerbs, haben genau solche Instrumente total und komplett gefehlt. Bei allen Wettbewerben, die es gab und bei dem jetzigen auch. Okay. Es war ein ziemlicher klassischer Wettbewerb. Ja? Mhm. Wir haben dann nochmal welche in Überarbeitung geschickt, das hat der Gemeinderat dann nochmal beschlossen. Also damit überhaupt noch Feedback aus der Politik verarbeitet wurde, hat man nochmal eine zweite Überarbeitungsphase gemacht. Aber wir haben hier ein ziemliches Oldschool-Verfahren gemacht, ja, die Architektenkammer sieht es so gerne, das ist ein Wettbewerb der Ideen und am Ende kann es nur einen geben oder eine geben oder ein Team geben, das dann da gewinnt. Wir haben genau dieses Schritt für Schritt mit den Bürgerinnen entwickeln nicht gemacht. Jetzt aber, wo sozusagen eine Grundidee steht, haben wir für bestimmte Teile, fängt jetzt eine gute Verhandlung an. Also man geht jetzt mit dem Wettbewerbsergebnis zum Beispiel gerade um die Wagenhallen herum, dann in einer intensiven Akteursbeteiligung, also mit den Leuten, und die da jetzt vor Ort sind, versucht dann mit denen zu verhandeln. Aber es ist natürlich immer schon im Rahmen des Wettbewerbsergebnisses und die Vorgaben für den Wettbewerb hat die Politik und die Verwaltung bestimmt und nicht die Bürger. Aber jetzt zum Beispiel gerade bei den Wagenhallen, also diese Maker City, die hatten ja schon auch ihre eigenen Pläne vorher gemacht, oder? Da gab es, und so ist es ja in einer Stadt wie Stuttgart immer schon, da gab es schon im Endeffekt ein Stück Stadt, das dort entstanden ist, das angeeignet wurde, das in einem Kulturschutzgebiet, fand ich auch schon auf eine ganz spannende Art und Weise der Künstlerinnen, öffentlicher Raum, temporäres, aber auch teilweise dann nicht so ganz legal gewohnt, in einer Mischung entstanden ist, wo auch schon städtische Grundideen wie Grundrisse angelegt waren, dass die Breiten für den Brandschutz stimmen, dass man auch in so einer Container-City dann löschen kann und sowas. Ja? Also da waren schon Grundvorgaben des Städtebaus umgesetzt und ich hätte es wahnsinnig spannend gefunden, aus der Struktur mit den Leuten dann eine permanentere Struktur zu finden. Ja. Jetzt gibt es den Wettbewerb und in den Wettbewerb, also der platzt jetzt dort rein, redet natürlich mit denen noch und versucht noch für die Nischen und Räume zu finden. Das ist ein guter Prozess, aber er kommt halt mit der Idee und einem Raumprogramm und so viele Wohneinheiten, die dort passieren muss. Und dann kommt die Stadt noch und sagt, wir machen übrigens noch eine Interimsoper. Ja, ja. Also die sogar dann nochmal den Wettbewerb, also jetzt muss der Wettbewerb, verarbeitet jetzt noch die Interimsoper. Also so tun wir allein so ein kleines Areal dann wieder durch den Wettbewerb, der nicht partizipativ war, vorprägen und dann kommt in den Wettbewerb jetzt nochmal die Oper rein. So dass von dem Bestand eigentlich, wenn die, sage ich jetzt mal, die Akteure dranbleiben, vielleicht am Ende noch welche übrig bleiben, aber für eine Zeit eigentlich komplett abgeräumt werden muss, weil für die Infrastruktur, Logistik, Baustraßen und für die Interimsoper eigentlich alles, was heute da ist, erstmal weg muss. Also was mich da auch immer so stört, weißt, an diesen Planungen, also Planungen haben wir immer so Etappen. Ja. Und dann gibt es den Plan und dann wird es so, wie der Plan war, so wird es dann auch durchgezogen. Ja. So. Und also wenn ich jetzt an mittelalterliche Städte zum Beispiel denke, da hat niemand den großen Plan gemacht. Ne. Da ist da was dran gebaut worden, da ist dort was dran gebaut worden. Ja. Und am Schluss hast du aber das Gefühl, das passt total. Ja. Und wenn ich mir dann die modernen Investorenviertel angucke, ja,
das sehe ich immer sofort, der Plan, ja? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass dort irgendetwas wäre, wo ich das Gefühl habe, da fühle ich mich als Mensch da drin. Ja. Also das hat so was Inhumanes, auch dieses Fertige, und wir machen einen Plan und dann setzen wir den. Also das ist irgendwie, weißt du, wie der Frühsozialismus, der Fünfjahresplan, und der wird erfüllt. Ja, so. Die Frage ist immer, was kann ein Plan und was hat ein Plan, wenn dann die Realität kommt und macht ja. nur einen Plan und dann fangen wieder von vorne an und sowas, ja? Also das ist das spannende Verhältnis von den Modellen und Plänen, die wir uns machen für die Zukunft, und dann kommt es immer anders, wie wir es geplant haben. Ich sage immer, keine Planung ist aber auch keine Lösung. Also was sind dann die Teile, die eigentlich, und so ist es in mittelalterlichen Städten halt auch, das ist nicht willkürlich, was passiert, sondern es gibt Grundgesetzmäßigkeiten, ob es ähnliche Baumaterialien sind, ob es auch an der Stelle nachbarschaftsschützende, brandschutztechnische, logistische Vorgaben sind oder eben bestimmte Höhenvorgaben ist. Da muss nicht jedes Gebäude sklavisch die gleiche Höhe haben, ja? Aber so grundmäßig stimmt es. Was der Tod dieser Viertel ist, ist nicht der Plan. Da könnten wir, glaube ich, Grundsachen, Gesetzmäßigkeiten, Codes identifizieren, sprich mal heute so neudisch Code, ja. Wo man dann sagt, okay, da kommt dann jetzt noch der auf der Parzelle die Baugemeinschaft, die setzt dann innerhalb eines Rahmens noch flexibel um. Ja. Der Tod von eigentlich diesem Monotonen ist, die Investorenkultur ist also nicht der Fünfjahresplan, sondern der Kapitalismus. Das Geldverdienen, das Vorstandardisieren, das eine Mal entworfene Haus muss die Lösung für alles sein, genau, weil es ist viel billiger. Ja. Dann steht eben in jedem Neubaugebiet fünfmal das gleiche Haus, weil das ist der Verkaufsschlager, das ist beworben, das steht in der Modellhaussiedlung, in der Fertighaussiedlung, das kann ich angucken. Ja. Das ist dann der Tod der Planung. Ja? Aber das ist nicht Planung per se, sondern es ist, es muss sich rechnen, das auf Effizienzgetrinnte immer, dann kommt die Retorte raus. Aber weißt du, es ist ja auch so, damit es effizient ist, wird ja alles durchgeplant. Und da gibt es auch kein Eckchen mehr, wo noch was entstehen kann. Und das ist das, wo ich merke. Ja. Weißt du, in meiner Kindheit, ich bin noch teilweise in den Ruinenstädten aufgewachsen. Weißt? Da gab es Freiflächen. die, vielleicht haben sie jemand gehört, aber man hat es nicht gewusst, wem. Ja? Und da konnte man irgendwas machen. Weißt? Aber das ist auch nicht der Schuld der Planer, dass der ein Problem mit der Freifläche hat. Ja. Also mir geht es als Planer aus, so ich denke, oh ja, cool, da könnte man noch. Das Entscheidende ist, dass wir uns, und das ist in die Wagenheim ein gutes Beispiel, wir leisten uns in unseren Städten, wo der Bodenpreis so hoch ist, der Entwicklungsdruck so hoch ist, eben keine unterentwickelten Flächen mehr. Ja, genau. Ja? Auch da sind wieder die ökonomischen Parameter und der Druck, der da kommt, weil wir, auch das Wohnen ist bei uns eine Ware und wir haben die Idee, wir müssen das Angebot vergrößern. Ja? Nur wenn das Angebot größer wie die Nachfrage ist, gehen vielleicht die Mieten runter. So kommt ein Druck auf jede Fläche und die Fläche muss dann maximal gewinnbringend oder in dem möglichst viele Wohneinheiten drauf, da möglichst dicht werden. Wir können uns also Orte für Experimente und Unorte und sowas können wir uns angeblich nicht mehr leisten und berauben uns dann aber eigentlich Orte, wo was Neues entsteht, wo wir uns neu erfinden können, wo in Nischen dann was geschützt entsteht, wo nicht von Anfang an sich rechnet und vielleicht dann aber auch eine neue Gesetzmäßigkeit oder neue Modelle für Zukunft entwickeln können. Also auch dort gibt es in den Wagenhallen, die kriegen jetzt ein Randgrundstück, also sind nicht weg, aber ist ja mit dem Stadtacker Urban Farming entstanden. Also eine spannende Frage, woher kommen unsere Lebensmittel in der Stadt eigentlich? Ja? Jetzt muss da an genau der Stelle natürlich eigentlich jetzt, damit die Wohneinheit, so und so viele Wohnungen rauskommen, erstmal der Wohnblock hinkommen. Das heißt, der Planer, der dann mit Plänen sein Geld verdient, kommt dann als zweites und macht dann halt auch den Wettbewerb und beplant es. Aber vorher ist die Grundgesetzmäßigkeit, der Ort muss verwertet werden, besonders in Städten. Das als Zukunftsinvestition, als Vorrat und Kreativraum zu sehen in der Stadt, solche Orte, das kann man sich unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht leisten und vorstellen. Also auch da bleibe ich bei der These, da ist Tod nicht die Planung, sondern der Druck des Fertig- und Zubeplanen kommt aus ökonomischen Gesetzmäßigkeiten raus. Weil es gibt Konzepte, wunderbar auch in Planen, da machen wir da gerade, lassen wir Grabeland, ja, wo die Bürgerinnen und Bürger selber sich aneignen, Gemeinschaftsgärten, sonst wie. Ich habe in meinem Studium dann halt Stadtviertel Brachflächen unter Wasser gesetzt, habe gesagt, so, jetzt machen wir da Floating. Ja. So. Da muss tolle Landschaft erstmal sein, Naherholungswert, und dann schützt es die Fläche vor Spekulation vielleicht auch. Ja. Also das sind, glaube ich, die Grundprobleme, dass wir planen und der Plan dann hinterher ein Realitätscrash,
Das gehört immer zu jeder Planung dazu. Und ich habe mich beschäftigt während meiner akademischen Tätigkeit an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem eigentlich provisorische Planung, provisorische Politik. Okay. Und das finde ich schon, man kann schon auch ein Stück die Planungskultur insofern, glaube ich, revolutionieren, weiterentwickeln, dass man sagt, es muss, selbst wenn es um sowas richtig Physisches wie Gebäude am Ende geht, die Möglichkeit geben, adaptierbar, erweiterbar, revidierbar zu sein. Genau. Und dann ist das Modell eigentlich der zukünftigen Stadt nicht mehr das Haus, sondern das Zelt. Okay. Das kann man mitnehmen, das kann man leicht auf- und abbauen und das kann man umbauen. Das sind so Gedanken, die, glaube ich, aus meinen Abwägen da im Philosophiestudium aus so provisorischen Moral raus, wo so die Zeltmoral kommt. Also man braucht in moralischen Konflikten auch teilweise Behelfskonstruktionen, Provisorien, um weiterzukommen, die lustigerweise dann oft lange bleiben, aber die nicht für die Ewigkeit gedacht sind, und die können dann eben lernfähig, erweiterbar, Revidierbarkeit sein. Mit so einem Maßstab kann man dann aber auch Bauprojekte beurteilen und sagen, okay, was ist so blöd an Stuttgart 21? So viel unterirdische Betontunnel, die sind nie wieder erweiterbar. Ja? Die Infrastruktur ist auch nicht fehlerfreundlich, weil die hat keine Reserven und sowas. Also da kannst du dann herkommen und sagen, das ist ein Projekt, das ist durchs Unterirdische, durchs Beton, durch das zu klein, ist sie einfach nicht fehlerfreundlich, adaptierbar, erweiterbar, für ein anderes Programm umnutzbar. Und deswegen ist das eigentlich ein Stück Bauwerk, Architektur, Planung, die von gestern kommt, wo man dachte, man kann es durch welche Instrumente auch immer fertig denken. Und das ist dann schon, trifft sich dieses Fertigdenken, dieses Planmachen mit dem Verwerten. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist das der Tod der Städte. Dann haben wir diese Planungskatastrophe, die wir jetzt hier gerade in Stuttgart erleben. Oder Investorenviertel oder sonst irgendwas. Du hast immer das Gefühl, die Stadt ist fertig. Ja. Also nicht nur fertig geplant, sondern halt fertig. Ja. Dann gehe ich lieber in eine andere Stadt, die nicht so fertig ist. Ja. Ja. Okay, Hannes, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Das ist jetzt ein bisschen ein tragisches Schlusswort gewesen, aber da waren ja viele sehr, sehr weite Gedanken drin, also die aus meiner Sicht sehr zukunftsfähig sind, die vielleicht im Moment noch so ein bisschen randständig sind, aber die, also man merkt teilweise schon auch beim Hausbau, man kommt jetzt auf andere Materialien, denkt auch an Rückbau und so weiter. Also den gesamten ganzen Lebenszyklus. Genau, in Lebenszyklen, also da bewegt sich ja wirklich was in der Richtung. Und ich bin mal gespannt, wie sich es oben bei den Wagenhallen dann entwickelt, was da wirklich noch draus wird dann letzten Endes. Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend und da können wir gern noch dran weiterdenken, ewig. Auf jeden Fall, ewig. Dankeschön. Auch das wird nie fertig. Genau. Alles bleibt provisorisch. Genau.